Moinsen und willkommen zurück bei Spellforce 3 und jetzt werden wir als erstes die Bauern befreien. Die Karte ist gesäubert. Kein Problem. Genau, war kein Problem. So. Saras Jodule, wer seid ihr? Eure Yaras hat uns geschickt. Geht es euch gut? Könnt ihr gehen? Ja, ich denke schon. Sind wir, ich meine, dürfen wir... Frei? Ja. Ihr solltet zurück zum Dorf. Eure Yaras erwartet euch. Zum Dorf? Das meint ihr doch nicht ernst, oder? Nach allem, was uns dieser verdammte Sonderling angetan hat. Was willst du tun? Kämpfen? Gegen diese Biester? Ich weiß nicht, wie es um dich bestellt ist, aber ich habe eine Familie, um die ich mich sorgen muss. Dann geh. Ich werde mich den Außenweltlern anschließen. Ihr braucht sicher mehr Schwerter für euren Kampf. Schaden kann es nicht. Dann habt ihr meines. Und meines. Ich will dabei sein, wenn dieses verfluchte Balg Gerechtigkeit erfährt. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr da tut. Schar ist gefährlich. Geh einfach. Das war schon. Ach, dafür wären die da gewesen. Naja, die hätten mir bloß uns Ärger gemacht, wenn sie angegriffen hätten, ohne dass ich es gewollt hätte. Nee, 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 nee. So wie es jetzt ist, ist es schon gut. Können wir ja folgen hier, die fünf Manna. Ja, da hatten wir ja schon mal gehabt, die Flüchtlinge, die Gefangenen damals, wie sie durchgedreht sind. Nee, nee. Naja, ein paar Ressourcen haben wir ja schon gesammelt. Dann kann man ja mal anfangen, denke ich mal. So. Vor allem die Dörfler mit Fäuste bewaffnet, naja. Ob uns das jetzt geholfen hätte, ich bezweifle es. Da lang? So. Gut. Ab dahin. Und so musste keiner von ihnen sterben. Kondai, Außenweltler. Was braucht ihr? Ah, ich habe eure Leute gefunden. Ich habe eure Leute gefunden und gerettet. Ja, ich weiß. Und ich danke euch dafür. Ihr habt keine Vorstellung, wie viel mir das bedeutet. Der Gedanke daran, dass mein Sohn all das verursacht hat. Es fällt mir immer noch schwer, das zu glauben. Doch es ist, wie es ist. Und zumindest sind wir jetzt wieder in der Lage, unser Dorf zu verteidigen. Ihr solltet jetzt gehen und mit unserem Schamanen sprechen. Er wird euch behilflich sein können. Sowohl bei eurer Rückreise zum Festland, als auch mit Char. Ich werde hier sein, falls ihr noch etwas benötigen solltet. Okay, okay, okay. Hab Dank für eure Zeit. Was ist denn der Schamane? Da irgendwo. Ach da, okay. Schauen wir uns das mal an. Seid ihr der Schamane des Dorfes? Die Yaras hat mich geschickt. Ah ja, der bin ich. Tondai, Freund. Sie hat mir erzählt, dass ihr kommen würdet. Ihr sucht nach einem Weg zurück zum verlassenen Land. Richtig? Zurück nach Nortanda, ja. Gut. Eines vorweg. Ich bin euch meinen Dank schuldig. Ah. Was ihr getan habt, unsere Leute vor diesen Biestern zu retten. Danke. Hätten die Sterne euch nicht geschickt, wären sie jetzt vielleicht schon tot. Gepriesen seien die Sterne. Aber wie kommen wir nun zurück zum Festland? Ja, natürlich. Lasst es mich kurz machen. Das Portal kann reaktiviert werden. Nicht das, durch das ihr gekommen seid, aber ein anderes. Allerdings wird das nicht einfach. Erklärt das. Nun, zuallererst mal ist Chars Schlangenbrut noch auf der ganzen Insel verteilt. Vermutlich auch in der Nähe des alten Portals. Wir müssen sie zunächst vertreiben, was aber wahrscheinlich einen Gegenangriff auf das Dorf provozieren wird. Für die Rekonstruktion des Portals selbst brauchen wir eine Menge Holz und Steine. Und es zu reaktivieren erfordert Energie.
zu guter Letzt brauchen wir einen Portalstein. Wie den hier? Mit ihm sind wir hier überhaupt erst hergekommen. Zeigt. Na, alles schon geschafft. Ha. Tatsache. Aber ihr habt seine gesamte Energie aufgebraucht, also ist er nutzlos. Wir benötigen einen neuen. Habe ich schon. Wie können wir es reparieren? Wie können wir es wieder entzünden? Verstehe ich. Eine Idee, wo wir einen beim Portalstein füllen. In Ordnung, dann. Ich habe doch einen gefunden, glaube ich. Wie können wir das Portal reparieren? Dafür bin ich hier. Ich habe bereits mit der heiligen Jaras gesprochen und wir werden euch eine Handvoll fähiger Männer zur Verfügung stellen, die die notwendigen Materialien sammeln können. Wenn sie das getan haben, schickt sie zum Portal und ich werde ihnen die Anweisungen geben. Aha. Und wie können wir das Portal reaktivieren? Mit dem Kanalisierungsaltar. Kanalisierungs was? Altar. Kurz gesagt, er transformiert Energie, wandelt sie um. Das Ganze einem Laien zu erklären ist schwer, aber unser Stamm nutzt ihn seit Generationen. Und neben dem Ritual, mit dem Schar die Schlangenbrut beschworen hat, ist es unsere einzige Verteidigung. Der Altar ist es, mit dem wir die Barriere um das Dorf aufrechterhalten. Sobald wir aufhören, ihn mit genügend Ressourcen zu versorgen, Holz, Stein, Metall, was auch immer, verschwindet unser Schutz, weshalb wir sicherstellen müssen, dass das nicht passiert. Das klingt fast nach Forma-Technologie. Den Schriften nach haben sie die Hälfte des Metalls, das sie gefördert haben, verwendet, um ihre Waffen mit Energie zu versorgen. Und die Hyberner nutzen anscheinend dieselbe Technik. Interessant. Tja, ich habe es ja schon mehrmals gesagt. Die Forma-Kultur steckt voller Wunder, von denen wir profitieren können. Ich vermute, dass ihr mit Forma die Xalontep meint. Ja, die Hyberner haben viel von dem verwendet, was sie der Welt hinterlassen haben. Verstehe. Wo könnten wir einen neuen Portalstein finden? Tja, das ist der komplizierteste Teil an all dem. Auch wenn es theoretisch möglich ist, bezweifle ich, dass ihr einen vollständigen Stein finden werdet. Wenn ihr mir aber genug hybernische Kristallscherben bringt, könnte ich sie verbinden. Kristallscherben? Ja, das ist das Rohmaterial, aus denen Runen hergestellt werden. Mit etwas Glück finden wir in den Ruinen auf der Insel noch welche. Aber ich kann für nichts garantieren. Rohmaterial für Runen. Interessant. Mehr Schatzsucherei. Das nimmt ja gar kein Ende mehr. Gut, dann legen wir am besten gleich los. Tut das. Viel Glück. Ich werde hier sein und das Laderitual vorbereiten. Ah, wir haben schon. Okay. Tondai. Und? Habt ihr schon Erfolg? Noch nicht, aber ich bin dran. Alles klar. Okay. Dann mal wieder raus. Gibt es noch einen zweiten Ausgang? Das war nicht das Ich, wo im Arsch... Ah, hier. Sicher doch. Perfekt. Dann lasse ich warum nicht? Die Dorftypen hier, falls das Dorf angegriffen wird. So, warte mal. Diese komische Scherbe, die war auf der anderen Seite. Natürlich, Alter. Wohnen da. Hier irgendwo. Oh nein. Nee. Ich renne jetzt hier den ganzen Weg nicht nochmal. Ich laufe durchs Dorf. Na schön. Und gehe von der anderen Seite raus. Da drüben hin? Gut. Da ist die Scherbe. Die zweite. Errichtet eure Basis. Das bestimmt dann die, wa? Ja, okay. Wie ich es ahnte. So. Klingt gut. Jetzt haben wir schon mal die Scherben. Wie gesagt, die Folge mache ich dann wieder ein bisschen länger. Da hat ja so eine Folge ist mit Basisbau. So, dann bringen wir die mal schneller hin. Ha.
haben wir das schon mal erledigt. Interessant. Tondai. Und? Habt ihr... Ich denke schon. Sind das die Scherben? Lasst mich mal sehen. Saras Jodule. Ja, das sind sie. Das ist gut. Da hattet ihr wirklich Glück. Wisst ihr was? Ohne diese Kristalle hätte es keine Möglichkeit gegeben, das Portal wieder zu öffnen. Wir haben das Portal immer noch nicht repariert. Es ist viel komplizierter, als ich dachte. Aber ich brauche ohnehin noch ein wenig, um aus den Scherben einen funktionierenden Portalstein zu fertigen. Also haben wir noch Zeit. Unterhalten wir uns, wenn die Reparaturen abgeschlossen sind. Machen wir. Seid ihr euch sicher? Ich glaube, ich nehme doch mit. Jawohl. So, eins, zwei. Da ist die Basis, okay. Verdammte Rüstung! Mega nicht so viel rum. Dann lassen wir die Dorfbewohner bei der Basis stehen. Alles klar. So, wunderbar. Saras Jodule, die Schlangenbrut, die magische Essenz muss sie aufgeschreckt haben. Los, in Stellung. Wir müssen den Altar verteidigen. Okay. Das müssen wir verteidigen, oder? Sicher das Portal, in dem ihr den Besitz nehmt und beschützt. Schlangenbedrohung. Okay. Das ist... Aha. Okay. Goblins, was ist das für ein Scheiß? Wir sollten kämpfen, nicht Löcher in die Luft starren. Oh nee. Ich muss jetzt mit den Orks kämpfen? Ah, habe ich ja echt Lust drauf, ey. Ich dachte, ich kann jetzt hier mit denen da... Technologie... Naja, was soll's, scheiß drauf. So, wir nehmen uns mal. Was ist? Aha. Was ich hier. Den hier mit. Holz. Dann bauen wir jetzt Holzfällerhütte auf jeden Fall schon mal. So. Und eine Jagdhütte auf jeden Fall auch. Gebäude errichtet. Oh, das ist blau, na gut, egal. So. Also, wie ist das? Die Schlangentypen aufkreuzen, verteidigen wir das auf jeden Fall. Gebäude errichtet. Ich speichere mal ab. Gut, das passt, das passt. Jetzt sind wir das da unten einnehmen. Aber ich glaube, ich werde erstmal. Braucht ihr was? Genau, das nächste einnehmen. Das wird ein Meisterstück. Mit Orks kämpfen, naja. Die aktuelle ausgewählte Einheit zu einem Trupp zusammen. Alle Einheiten in einem Trupp bewegen sich mit gleichem Tempo und mit der Auswahl. Aha. Der Außenposten wurde errichtet, Häuptling. Unsere Grenzen haben sich erweitert. So, dann werden wir hier noch das aufwerten. Da hinten gibt es Eisen, oder? Kann das sein? Ja. Okay, Eisenmine. Bauernhof. Der Altar ist ja schon Geschichte. Haben wir auch ein Steinmetz? Steinbruch. Ja, wo haben wir? Okay, Steinbruch. Gebäude errichtet. Ja?
Gut, warum nicht? Das ist der Altar, da ist die Spinne. So. Können wir das einnehmen? Ah, hier. Okay. Das wird ein Meisterstück. Wir sollten kämpfen und Löcher in die Luft schnappen. Balrak, wir werden angegriffen! Was? Ui. Attacke! Macht euch bereit! Der Außenposten wurde errichtet, Häuptling. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Barrieren. Ja? Ja. Da. Gut. Ich sehe es mir mal an. Korporal? Guter Plan. Na dann. Gebäude errichtet. So, dann machen wir mal hier noch. Sollten wir ausbauen weiter? Verbesserte Planken, bessere Tornister. Wir brauchen noch mehr Steine. Wo ist es da? Was haben wir denn? Haben wir hier Steine eventuell? Irgendwo? Fischerhütte. Ah, Fischerhütte. Ach, nee, doch nicht. Schade. Fischerhütte. Ich habe noch nie eine Fischerhütte bauen können. Noch nie. Hier. Gebe die Möglichkeit. 200. So. Dann bauen wir den nämlich noch aus. Den Posten hier. Uns fehlt es an Holz. Das sollten wir ändern. Ja, uns fehlt es an Holz. Alles klar. Jagdhütte, Fischerhütte, Holzhütte. So, da haben wir Holzhütte denn. Mangelt hier an einiges anscheinend noch. Bauernhof. Lassen wir die zur Verteidigung erstmal hier. Könnten aber auch hier, warte mal. Teuer. Holzfällerhütte. Haben wir schon eine Holzfällerhütte? Doch, die hacken schon Holz fleißig. Boah, hier gibt's richtig viel Holz. 500. Dann machen wir noch Holz hier. Ah, ist ja schon eine Holzfällerhütte. Okay, stopp. Dann lieber Jagdhütte Steinbruch. 200 Steine gibt es hier, wo denn? Wo gibt es hier Steine? Das da oder was? Hä? Wo soll es denn hier Steine geben? Ach da! 400? Wow. Ach, der gehört aber dazu. Ah, okay. Na egal. Passt schon. Wow. Hier sammeln sich ja richtig viele. Die kommen nicht rein. Hahaha. Passt. Perfekt. So, was ist damit? Heimkehr, repariert das Portal. Portal reparieren, repariert das Portal um. Dazu muss mehrfach ausgeführt werden. Nee, noch nicht. Noch nicht. Das läuft doch gut für uns. Können wir uns doch gar nicht beschweren hier. Grenzposten.
bauen hier fleißig. Okay, dann schnappe ich mir mal den hier. Gehen wir mal das nächste einnehmen. Das nächste wäre da. Das wird ein Meisterstück. Und dann haben wir noch, was für Aufgaben? Stellt Char und neutralisiert den Ursprung der Medusa in Charms Ruine im Norden. Gebäude errichtet. Junge, 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 da haben wir aber nachher eine Schlacht vor uns. Der Außenposten wurde errichtet, Häuptling. Unsere Grenzen haben sich erweitert. So, dann haben wir hier nochmal einen Steinbruch. Eisenmine, nee, ist gar kein Eisen. 500 Eisen haben wir hier. Wo denn? Ach da. Ah, da haben wir schon eine Eisenmine. Balrak, wir werden angegriffen. Okay, dann brauchen wir das nicht. Was? Wo? Ach. Du Scheiße. Jetzt brechen sie durch hier. Braucht ihr was? Aber ganz schnell zurück. Ach du Kacke. Gehen wir es an. Wir locken sie erstmal weg. Sieh mal einer. Klingt gut. Oh, fuck. Sie werden fallen. Kinderspiel. Du, Alter. Ach da. Oh, shit. Oh, shit. Deswegen ist das zusammengebrochen. Transformieren, ja, toll. Gebäude errichtet. Wir sollten weiter. Wow. Was ist? Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Kann ich hier auch einen Außenposten gründen? Nee. Hier anscheinend nicht. Transformierend, ja, transformieren. Verbleibende Zahl. Transformiert eure Ressourcen. Gebäude errichtet. So, jetzt müsste eigentlich wieder. Ja, okay. Ja. Ich überlege gerade, ich werde mal hochwandern. Und gucken, dass ich die außer Gefecht setzen kann. Außer vielleicht du, kommst mal hierher.
und baust dort. Das ist die Frage, wo ist eigentlich meine kleine Armee? Ach, da. Bisschen mehr an Nahrung da reinhauen. Gebäude errichtet. Der Zwerg wandert bitte ab. Ihr bleibt hier stehen als Verteidigung. Kann ich hier irgendwo noch mehr einnehmen? Sind die denn jetzt durchgekommen? Ah, das kann doch nicht wahr sein, ey. Zalraka. Oh shit. Wir sollten weiter. Hä, wieso sind die jetzt plötzlich wieder durchgebrochen da? Was ist denn der Scheiß? Gott, oh Gott. Korporal. Attacke. Verdammter Rasta. Ah, jetzt kämpfen wir. Okay. Jetzt fangen wir die da hinten ab. Das gefällt mir halt nicht so wirklich. Huh? Mehr Gekämpfe? Nimmt das denn nie ein Ende? Ich werde euch beschützen. Gebäude errichtet. Ha? Da lang? So. Das wird ein Meisterstück. Ja. Interessant. Mal abspeichern. Da lang? Wird schon schief gehen. So, mach die mal platt hier. Gebäude errichtet. Wie ist der Plan? Der Außenposten wurde errichtet, Häuptling. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Na dann. Gehen wir es an. Na dann. Ihr seid frei. Was? Wer seid ihr? Ein Freund. Eure Yaras hat mich geschickt. Ihr sollt jetzt ins Dorf zurückkehren. Natürlich. Hab Dank. So, haben wir die auch schon mal alle befreit? Da hoch geht's bestimmt dann zu dem Schar. Klingt gut. Warte mal, hier war da irgendwo. Genau, da oben. Wird schon schief gehen. Mehr, ey.
Ahnung, die kommen von da oben irgendwo anscheinend. Ich weiß es nicht. Oder sind halt keine gespawnt, sondern die waren da wohl schon. Jämmerlich. Mal sehen. Worum geht's? Es sollte jetzt sicher sein. Geht zurück zum Dorf. Hm. Ach, die, okay, haben wir die auch befreit. Schwert des Renegaten, Griff. Oh, was Neues. Das Holz. Okay. Da scheint Metall zu sein noch. Schauen wir uns das mal an. Ja, ist Metall. Oder Eisen von mir aus auch. Mehr gibt's hier nicht, wa? Haben wir sie jetzt alle ausgelöscht oder nicht? Gucken wir da hin geht. Abspeichern. Achso, halt erstmal noch das hier aktivieren. Wow, sind aber noch einige hier, du. Da lang? Na, die will mich angreifen hier. Guter Plan. Boah, wir hätten jetzt ja geheilt. Welche Sau. Noch mehr. Der ist gestunt. Ja, überlass das mir. Scheiße, hör mal auf da zu heilen, du Schwein. Ja, warte mal, der wird eher leicht jetzt gleich. So, Attacke. Nochmal, blöde Kuh. Warte mal, er kann hier mit. Was ist? Angriff! Da oben ist noch einer. Wie ist der Plan? Hm? Ja. Aha. Valrak, einer unserer Helden ist gefallen. What? Ach, jetzt ist er hingerannt. Jawohl. Die Schlangenbrut ist beseitigt. Geht jetzt. Im Dorf seid ihr sicher. Na, sieh mal einer an. Ja? Valrak, wir werden angegriffen. Ach, je. Okay, Rückzug. Das schaffen wir nicht. Korporal? Warte mal. Sicher doch. Endlich. Oh shit. Lauf, mein Freund, lauf, du schaffst das. Natürlich. Welt, schaut doch mal ab.
haben einen Sektor verloren. Ah, fuck. Ja? Feinde! Attacke! Lauf weg! Kommt die denn eigentlich her? Hat sie doch ausgeschalten gehabt. Ja, anscheinend nicht so wirklich. In Ordnung. So, da geht es sich lang. Da gibt es auch nichts mehr. Da oben sind noch welche. Scheiß Medusen hier. Balrak, wir werden angegriffen! Lauf weg. Da mal hin. Ein bisschen Gold sammeln da. So, ihr macht die platt. Ja? Na dann. Eure Yaras hat mich geschickt. Geht zurück zum Dorf, aber seid vorsichtig. Vergessen, sicher doch, das wieder hier aufzufüllen. Oh. Mit was? Was haben wir am meisten? Wir haben ja alle da. Holz ein bisschen, Futter auf jeden Fall. Eisen sparen wir uns mal. Balrak, einer unserer Helden ist gefallen. Ich speichere mal ab. Da geht's nach. Ach, den will ich noch gar nicht decken, Mensch. Ey, das Gold. Ja, damit. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn die da jetzt. Wir werden mal schnell hier eingreifen. Stirbt. Stirbt. Sterbt, meine ich. Wir sollten weiter. Ui, Uppala, nein. Einer unserer Helden ist gefallen. Hab ich jetzt gar nicht gerafft, ey. Was so Party-Alarm da ist. Ich brauche Heilung. Ist das alles? Oh Mann. Rückzug. Verstanden. Hilf mir doch jemand, verdammt nochmal! Ja. Was? Rückzug. Alles klar. In Ordnung. Zieh dich. Guter Plan.
Na schön. Jawohl. Renn. Ich glaube, das schafft sie nicht. Wenn da jetzt noch mehr sind. Worum geht's? Korporal? Also, wie ist der Plan? Oh, das sind viele. Mensch, du sollst da abhauen, Junge. Oh, nee. Sicher doch. Klingt gut. Da lang? Gut. Springen. Ja. Warte mal, wie lange geht die Folge jetzt schon? Oh, die geht schon lang. Okay, gut, wir machen Ende. In der nächsten Folge sollten wir die schaffen, dann den Rest hier zu erledigen. Wieder uns aufzubauen da unten und alles andere auch so weiter. Repariert das Portal, stellt Berg den nächsten Stein. Transformiert eure Ressourcen. Das ist optional. Beschützt Charles und den Schamanen. Neutralisiert den Ursprung des der Medusen in Charles Ruine. Ja, das machen wir alles gleich. Gut, wir dürfen also sie nicht sterben lassen, sich gerade. Alles klar. Dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.